Dies ist eine kurze Anleitung für die Grundbindung für Babys und Kleinkinder mit dem Ergo Baby Wrap. Für die ersten Bindeversuche empfehlen wir dir eine helfende Hand, die dich unterstützt. Los geht's! Halte zuerst das Tragetuch mit dem Logo mittig und aufrecht. Halte das Tuch mit der linken Hand an der äußeren oberen Kante der aufgenähten Tasche. Halte das Tuch auf Taillenhöhe und strecke die Arme zur Seite aus. Lege nun das Tuch auf die rechte Schulter. Je ordentlicher der Stoff auf Rücken und Schultern liegt, desto höher ist der Tragekomfort. Führe nun die Tasche nach vorn und platziere sie mittig auf Brust und Bauch. Bring das Tuch über deinen Rücken auf die linke Schulter und raffe das Material auf. Stecke die linke Tuchbahn, ohne sie zu verdrehen, unter der Tasche hindurch. Zum Straffen des Tuches ziehe beide Schulterstränge seitlich nach oben und gib das lockere Material zum Festziehen nach vorn. Kreuze die Tuchstränge vor dem Bauch, der rechte Strang bleibt dabei unten. Führe nun den unteren Tuchstrang zuerst unter Spannung um die Taille herum und klemme ihn dann zwischen die Beine. Verfahre nun mit dem anderen Tuchstrang in gleicher Weise. Sichere die Enden mit einem Doppelknoten. Zu lange Enden wickelst du am besten noch einmal um deine Hüften und verknotest sie erneut. Platziere die äußere Tuchbahn mit der Tasche weiter unten. Bringe nun durch schräges Ziehen an den Schultersträngen das lockere Material vom Rücken nach vorn. Das ist Baby Benedikt. Wir werden ihn nun im Tuch platzieren. Lege dein Baby vorsichtig auf die linke Schulter und halte es gut fest. Öffne nacheinander beide Tuchstränge und führe das jeweilige Bein unter ihnen hindurch. Breite die unterste Tuchbahn über dem Rücken von Kniekehle zu Kniekehle und von Schulter zu Schulter aus. Führe den Arm deines Babys unter der Tuchbahn hindurch und verfahre in gleicher Weise mit der zweiten Tuchbahn. So wird gewährleistet, dass das Baby in der empfohlenen Anhock-Spreizhaltung getragen wird. Fasse nun die Außenkanten der Schulterstränge und ziehe das faltige Material glatt, um es anschließend zurück auf die Schultern zu klappen. Die Umschlagfalte geht von der Schulter bis zur Kniekehle deines Babys. Führe nun die Beinchen deines Babys nacheinander unter der dritten Tuchbahn mit der Tasche hindurch. Fasse das Tuch an der Oberkante zusammen mit der aufgenähten Tasche und ziehe es nach vorne und hoch über den Rücken deines Babys bis zu dessen Nacken. Die Unterkante der Tasche bleibt unter dem Po. Für mehr Komfort breite die unteren gekreuzten Tuchstränge auf deinem Bauch aus.
Stelle sicher, dass zwischen die Brust und das Kinn deines Babys mindestens 2 Finger passen. Ziehe die äußere Tuchbahn nach unten und befreie nacheinander die Beine deines Babys. Schiebe die beiden gekreuzten Tuchbahnen nacheinander zur Seite und stütze dabei dein Baby. Hebe das Baby aus dem Tuch und lege es vorsichtig auf deine Schulter. Es ist so einfach und mit jedem weiteren Mal wird es noch einfacher.